Moin, moin und herzlich willkommen zu dieser Bauchi auf Sendung. Ja, hat schon wieder jetzt ein Weilchen gedauert, ne? Aber gut Ding will Weile haben, hab ich mal irgendwo gehört. Und ja, jetzt gibt's halt eben jetzt wieder ein neues Video. Ich sehe hier in meinem Schnittprogramm, dass ich diesmal 2,5 Stunden Videomaterial habe von einem Projekt Zaunbau. Ja. Und dann habe ich mir eben die ganze Zeit überlegt, wie ich das, was ich da, mache ich da jetzt da ein paar Teile draus oder quatschst du die Leute jetzt 2,5 Stunden ernsthaft zu? Und dann kam mir die Idee, nee, ich mach das jetzt einfach so, ich quatsch euch jetzt so lange zu, bis ich nichts mehr zu sagen habe. Und währenddessen lasse ich quasi das Video in Echtzeit laufen, also in einfachem Tempo. Und spiele dann hinterher den Rest des Projekts dann kurz noch im Zeitraffer ab. Und beim nächsten Video mache ich all das, was ihr dann jetzt quasi in diesem Video in Echtzeit seht, quasi als Zeitraffer am Anfang. Dann fange ich an und dann rede ich wieder mit Echtzeitvideo und lasse den nächsten Teil in Echtzeit laufen. Und den Rest wieder in Zeitraffer und so ist dann immer, dann haben wir die nächsten Videos, könnt ihr mir beim Zaun bauen zugucken, Zaun abbauen auch, ja, erstmal Zaun abbauen auch. Und weg und Dinge ausbuddeln und was noch ein Scheiß alles dann da sich wieder, denkst du, baust du den Zaun mal weg und baust einen neuen dahin, ja, und dann kommen dann so Probleme von, keine Ahnung, 75 Kilo schweren Betonklötzen, die du dann noch ausbuddeln musst. Und ja, seht ihr dann alles in der Folge. Also vielleicht nicht in dieser Folge, aber in der Folge. Also in der Folge. Ne? Also irgendwann in einer zukünftigen Welt. Ja. Vielleicht könnt ihr zwischendurch sehen, dass ich mich etwas schmerzhaft bewege, schmerzgepeinigt und von Schmerzen. Ich habe so einen Muskelkater. Ich habe die letzten 3 Wochen so ein Kontrastprogramm irgendwie zu nicht nur den letzten 9 Monaten davor, sondern etlicher langer Zeit davor. Zum einen habe ich die ganze Zeit gerade Leute um mich rum. Ich habe selten halt so wie jetzt mal einfach, also ich habe mir die Zeit jetzt einfach genommen, weil ich dieses Video machen wollte. Aber ansonsten würde ich jetzt wahrscheinlich mit Tommy sitzen und Imperium mit dem Daddeln. Weil ich das gerade einfach auch, ne, nutze. Ich weiß, ich bin nicht ewig hier und Tommy ist halt eben schon seit 15 Jahren ein guter Freund von mir und ich genieße einfach gerade die Möglichkeit, in seiner Nähe zu sein und meine Nachmittage und Abende sehr inspiriert und inspirierend mit ihm zu verbringen. Und das machen wir, indem wir da entweder einfach noch schnacken oder halt eben Imperium zocken. Und ansonsten bin ich halt sehr viel noch mit Spazieren, also ne, auch diese ganze Rumlauferei gerade ist extrem viel mehr, als ich das, also ich weiß, dass ich dieses Pensum früher locker gestemmt habe, als ich mit dem Tito noch jeden Tag auch spazieren gegangen bin, und wir sind ja immer gut spazieren gegangen, ne? Der ist ja auch gerne laufen, der Hund, und haben wir halt eben auch etliches an Kilometern da so gerissen und im Moment muss ich mich da wirklich, also das ist 5 Tage die Woche laufen und laufen, also selbst wenn ich nicht mit zu den Spaziergängen fahre,
dann bin ich trotzdem noch entweder gehe ich um den See spazieren oder weil ich da gerade Bock drauf habe oder ich bin mit Tommy in die Stadt oder sonst, ich bin eigentlich die ganze Zeit unterwegs. Oder halt eben irgendwie solche Arbeiten hier am Verrichten. Und ja, ich habe so einiges jetzt auch gemacht, was ich einfach nicht gefilmt habe, weil vieles Wiederholungsarbeiten sind, wie halt eben Weg kehren oder sonst was. Das habe ich euch jetzt gezeigt, das muss ich euch jetzt nicht noch 25 Mal zeigen. Aber ich werde es noch 25 Mal machen müssen. Ne? So, weil das sind halt so einfach so Jobs, die. Nicht mit einem Mal getan und dann für ewig sind, sondern das sind Sachen, die machst du in einer gewissen Regelmäßigkeit. Ja, und da war dann zum Beispiel auch, das ging mir auch halt eben durch den Kopf, ich hatte, ich glaube am Freitag, ja genau, am Freitag hatte ich geholfen, die Straße sauber zu machen, vorm Haus. Also vom anderen Haus, nicht das, wo ich jetzt hier gerade drin bin, sondern ein anderes Haus. Und da war halt alles mit Unkraut überwuchert. Und dann war es quasi meine Aufgabe, mein Job, den Bordstein und die Rinne davor halt von Grün zu befreien. Und wie sich das anhört, ne? Von Grün zu befreien. Deutschland sollte von Grün befreit werden, aber egal. Es ist eher so einfach, ja, wie es ist. Ne? Und ich habe jedenfalls das Unkraut da halt wegmachen wollen. Ich wollte eigentlich gar nicht politisch werden. Und dann habe ich das halt auch gemacht, so wie ich das halt so mache, auf meine Weise. Das heißt, wenn ich da hingehe, um Unkraut wegzumachen, dann ist danach dann auch kein Unkraut mehr da. Ich nenne das jetzt einfach mal Unkraut, weil es an diesem Fleck zwischen den Bordsteinritzen, da gehört das einfach nicht hin. Punkt, Ende, aus. Also ansonsten sieht halt eben ein Bordstein verwahrlost aus. Wenn das ein, also ich, ne, das ist das, worauf ich eigentlich hinaus will. Als ich das gepostet habe, waren erstaunlich viele Leute, die gesagt haben, also vorher gefiel es mir irgendwie besser. Coole Arbeit, auf jeden Fall, gut gemacht, aber vorher gefiel es mir besser, so mit dem Grün dazwischen. Und das kann ich ja durchaus nachvollziehen. Das ist ja nicht so, als könnte ich das nicht nachvollziehen. Ne? Das ist, also ich sehe auch unheimlich gerne, wie grün, wie die Natur sich Lebensraum zurückholt, der von uns aufgegeben wurde. So, ne? Also so postapokalyptische Bilder oder keine Ahnung, wer das Spiel Horizon Zero Dawn kennt. Allein da, wie die Welt, diese postapokalyptische Welt, wo da noch irgendwelche Autowracks stehen und Ruinen und Laternen, Pfähle, die dann irgendwie mit Grün wieder überwuchert sind. Das sieht schon mega geil aus. Also das ist auch eine tolle Kulisse auf jeden Fall. Aber das ist halt explizit so, dass da leben keine Menschen mehr. Das ist menschenleer. Und da holt sich die Natur das dann zurück. Aber da, wo Menschen leben, finde ich, darf es durchaus ruhig auch gepflegt aussehen. Und das bedeutet, grün, wo immer es auf jeden Fall gut aussieht und vielleicht auch nützlich ist, ne? Oder sogar essbar. Aber so Sachen wie Straßen und Gehwege und sowas. Da finde ich das irgendwie viel schöner, wenn das dann halt auch irgendwie sauber gehalten und gepflegt aussieht. Also selbst im Wald habe ich meine Wege gekehrt. Also egal in welchem Wald, wir sind schon inzwischen mehrfach im Wald gelebt. Aber ja, da war das irgendwie, gehört das zu den täglichen Aufgaben, da irgendwie die Wege einfach freizukehren, so wie ich das hier mit genau diesem Weg, wie ihr das am Ende des Videos auch dann sehen könnt, auch wieder gemacht habe. Und hier halt eben eigentlich ist mehr oder weniger zu meinen täglichen Tätigkeiten gehört,
die Wege zu fegen und alles irgendwie gepflegt aussehen zu lassen. Und dabei ist das ausgerechnet dieses Grundstück hier mit dem ganzen Bambus auch drauf und hinten auch der Nutzgarten mit dem ganzen Gemüse drin und den ganzen Obstbäumen. Also ich lebe hier halt eben im Moment auf einem bereits essbar gemachten Grundstück. Das ist jetzt noch ein ganz anderes Thema, über das ich auf jeden Fall auch gleich gerne noch ein bisschen reden würde. Weil ich das halt auch eben auch super inspirierend finde und eben auch so im Dunstkreis meines Gastgebers hier halt eben auch inzwischen noch ganz andere Leute kennengelernt habe. Und ich sage, well, geil. Erzähle ich auch gleich gerne ein bisschen vom Walter und warum der mich so fasziniert hat. Ja, also es ist schon so, das ist halt eben genau das, was ich meine. Ich bin halt das IHR. Ich hab's gern schön um mich rum. Und das ist halt eben, also nichts anderes habe ich auf der Bäckerfinca gemacht. Ich habe einfach, ne, ich habe mindestens einmal die Woche, auch wenn es jemanden gibt, der behauptet, ich hätte da nie irgendwas getan, fand ich ja so lustig, dass der Hasel mich irgendwann auf dem Hof, ich habe wirklich da jede Woche mindestens einmal den Hof gefegt. Und das hat jedes Mal immer 2 bis 3 Stunden gedauert. Mal war mal was mehr, mal war mal was weniger. Und es gab auch mal eine Woche, da brauchte ich es nicht unbedingt zu machen. Aber dafür hat es dann in der Folgewoche 3 Stunden gedauert, weil einfach wieder was mehr war. Und irgendwann kam der Hasel dann allen Ernstes auf mich zu, mit schon wieder irgendwie Fresse. Und ich so, was hast du jetzt schon wieder? Während ich den Hof fege seit 1,5 Stunden. Und fängt an, sich darüber bei mir zu beschweren, dass ich die ganze Zeit nie irgendwas tun würde. Ja, ne, also unabhängig davon, was andere Leute so erzählen, weiß ich ja immer noch genau, was ich da gemacht habe. Und ich kann euch jetzt so aus erster Hand sagen, ja, das, womit ihr mich da gerade bei seht, sowas habe ich auch auf der Bäckerfinca gemacht. Jetzt vielleicht keinen Zaun da abgebaut und wieder aufgebaut neu. Und das nächste Projekt wird sein, quasi am Ende dieses neuen Zauns, den ich jetzt baue, den alten im rechten Winkel aufs Grundstück an die andere Seite zu ziehen. Ja, das mache ich dann nächste Woche. Und dann gucken wir mal, vielleicht filme ich das auch, aber das wird wahrscheinlich dann auch wieder viel werden. Das könnt ihr euch dann auch über etliche Videos wahrscheinlich angucken. Ja. Und ich mag es halt einfach gerne gepflegt um mich rum, deswegen habe ich da auch kein Problem mit, dann da einen Bürgersteig so aussehen zu machen, zu lassen, als wäre der da gerade hingebaut worden. Hätte ich einen Druckstrahler gehabt, hätte ich ihn wahrscheinlich sogar noch damit sauber gemacht. Ja, weil ich mag das halt einfach. Ich mag auch irgendwie so, ich mag es zu kehren, ich mag aufzuräumen, ich mag solche Dinge zu tun. Wo du, wenn du sie getan hast, einen Unterschied siehst. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich Künstler bin und vielleicht das deswegen bei mir so ausgeprägt ist, aber ich bin sehr empfindlich für Fehler im Bild. Und da ist dann immer so ein kleiner Monk in mir, der das dann irgendwie korrigieren muss. Ne, ich habe das ziemlich im Griff, ich kann das in der Regel tun, ohne dass das auf Kosten anderer geht oder so. Aber wenn ich, ne, ob das jetzt das ist oder ob ich halt eben beim Spazieren gehe, halt den Müll aufsammle, der da mitten auf dem Weg liegt und den einfach in die nächste Tonne schmeiße, weil andere Leute das irgendwie aus irgendwelchen bemitleidenswerten Gründen nicht sind. Keine Ahnung, was denen da fehlt, aber irgendwas fehlt denen, was die ihren Müll in Mülltonnen schmeißen lässt. Keine Ahnung, weiß nicht. Das ist ja nicht mein Ding ist dann halt eben, den Müll dann da eben aufzusammeln. Und dann bin ich halt Müllmann in dem Moment. Ist okay, kann ich mitleben. Das gehört auch mit zum IHR. Manchmal ist auch noch, dann ist man auch der Müllmann. Manchmal ist man der Gärtner, manchmal der Hausmeister, manchmal der Handwerker, der da gerade irgendwas macht. Ja, und ich liebe es halt einfach, Lebensraum schön und auch effektiv zu haben. Also irgendwie
produktiv nach Möglichkeit. Also ich habe unheimlich gerne zum Beispiel eine Werkstatt um mich rum, wenn ich irgendwo lebe, wo man drin basteln kann und möglichst auch Sachen basteln kann, die man auf dem eigenen Grundstück dann halt eben benutzen kann. So. Naja, nun bin ich natürlich der Wohnmobiltyp. Da erzähle ich dann nachher auch noch was drüber. Das ist das andere, zweite große Thema, was demnächst noch bei mir eine große Rolle spielt. Ich werde nämlich ein neues Wohnmobil bekommen. Und das wird jetzt auch sehr interessant, rauszufinden, wie genau. Aber in einem Monat werde ich in einem Wohnmobil leben, hat das Universum gesagt. Hat in meinem Matrix-Code gestanden. Ja, kann ich ja kurz mal Schwenk machen und komme bestimmt nachher noch wieder aufs Grün zurück, weil mich das zum nächsten Thema halt eben noch führt, über das ich heute sprechen möchte. Unweigerlich, also können wir diesen kleinen Abstecher gerade machen. Wird auch mit Sicherheit Sinn ergeben, dass ihr das dann hinterher wisst, dass ich demnächst wieder im Wohnmobil unterwegs bin. Allerdings mich auch hier oben im Norden weiter gern aufhalten möchte, noch ein Weilchen. Zumindest gucken, was dann irgendwann gegen Winter kommt. Aber erstmal habe ich den Sommer im Kopf. Ne? Zeit für den Sommersprossen-Vibe, yo. Und deine Mama sieht geil aus. Richtig geil. Wer gerade nicht weiß, wovon ich rede, sollte sich Sommerzeit von Zweigstelle anhören. Ja, das Ding ist nämlich, dass ich eine Mail bekommen habe, in der drin stand: Bauchi, teilst du davon, wenn ich ein Wohnmobil kaufe? Ich habe aber keinen Führerschein. Ich hätte aber gerne zwischendurch einfach mal, würde ich gerne mal eine Auszeit im Wohnmobil machen. Und ich kaufe ein Wohnmobil. Und statt das hier rumstehen zu haben und es nicht fahren zu können, gebe ich es dir. Du bist dann der Hausmeister, du wohnst darin, das ist dein Zuhause. Und wenn ich mal zwischendurch eine Auszeit brauche, dann kommst du mich abholen und wir fahren ans Meer. Ein paar Tage. Und dafür stellt sie 8.000 Euro auf den Tisch, die dann jetzt zur Verfügung stehen, um ein Wohnmobil. Und ich hätte gerne wieder ein richtiges Wohnmobil, ein richtiges Zuhause, so wie die Serenity. Also, ne, Pearl wäre auch schön, aber gerade wenn wir halt eben, wenn ich sie dann halt auch, wenn wir zusammen damit zwischendurch Urlaub machen wollen, dann will ich natürlich da halt auch zwei Betten drin haben. Und sie auch. Haben wir halt auch direkt, war direkt klar, dass es dann halt ein großes sein soll. Und ich freue mich tierisch drauf. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich sehne mich, seitdem ich auf die Bäcker-Finker gegangen bin und die Serenity dann abmelden musste oder abgemeldet habe. Ja, doch irgendwie musste ich es auch. Das war, also ich hätte es lieber nicht getan. Sehne ich mich nach einem solchen Zuhause zurück. Es ist ja lang her und jetzt ist auf einmal dieses Wunder geschehen, dass jemand auf die Idee gekommen ist, warum machen wir das nicht so? Hast du Bock, das so zu machen? Ja, und ich freue mich da natürlich total drüber. Wie geil ist das denn? Ich bekomme ein Zuhause zur Verfügung gestellt für den Preis, dass ich zwischendurch den eigentlichen Besitzer mal ein bisschen auf Urlaub mitnehme. Der Urlauber, ja, natürlich, liebend gerne, auf jeden Fall. Wenn das alles ist, was ich dafür tun muss, um so ein Zuhause zu haben, das ist ja wohl ein Klacks. Mache ich wirklich gern. Und dafür sorge ich halt auch noch die ganze Zeit dafür, dass das ein schönes Zuhause ist. Und, darf ich nicht vergessen, werde ich auch nicht vergessen, dass ich ihr bei Zeiten die Hälfte davon zurückzahle und es dann aber auch meins ist. Und dafür aber gibt es keinen abgesteckten Rahmen oder so. Das machen wir dann halt eben so, wie es passt, wie es geht, wie es funktioniert. Ohne Stress und ohne Druck. Aber dann ist es meins. Und
das ist natürlich, wie cool ist das bitte? So, ne? Und ja, nice. So, und jetzt habe ich halt eben auch noch dann die Idee gehabt, vielleicht da noch irgendwie ein bisschen Werbung für zum Beispiel ein paar Händler auch vielleicht einfach mal anzufragen, ob die nicht Lust haben, den Rahmen ein bisschen aufzustocken und mir ein gutes Wohnmobil als Zuhause, in dem ich lebe, ohne festen Wohnsitz, wieder auf der Straße, on the road again, halt eben quasi den Rahmen ein bisschen zu erhöhen, um mir ein teureres für dieses Geld zu verkaufen und dafür aber, also was halt eigentlich mehr kosten würde, mir dann halt eben für die 8.000 € zu geben. Dafür mache ich in allen meinen Videos am Anfang Werbung dafür, für diesen Händler und sage, dieses Video ist sponsored und der ganze Peace Trail im Peacemaker. Ich weiß schon den Namen. Ich weiß ihn. Also das ist so, der stand auch schon in meinem Matrix-Code. Das wird der Peacemaker sein. Entweder der oder die, das weiß ich noch nicht, muss ich abwarten, aber wird Peacemaker heißen. Und mit dem werde ich natürlich weiter auf Peace Trail sein. Und ne, hinten am Heck kann ich eine nette Werbung für den Autohändler platzieren und kann einfach in der Zeit, in der ich darin lebe, einfach Werbung machen, egal wo ich bin, für diesen Autohändler, der mir dann diesen. Also so war die Grundidee. Ich werde mal gucken, wie ich das jetzt so in den nächsten Wochen alles. Ne, mein Bauch wird mich führen. Ihr kennt mich, ich bin Bauchi. Ne, ich mache mir da nicht allzu viele Gedanken ums Wie, das wird sich alles ergeben. Ich weiß nur was und das ist, in einem Monat lebe ich wieder im Wohnmobil und freue mich tierisch darauf und auch darüber. Ja, und dann bin ich wieder unterwegs und werde Leute auf ihren Gartenpartys besuchen. Und dann, damit sind wir dann im Prinzip auch direkt schon beim nächsten großen Thema, das mir in der letzten Zeit sehr durch den Kopf geht, vor allen Dingen seitdem ich jetzt hier auch so bei den Spaziergängen dabei war wieder und ich ja eigentlich sowieso schon auf der Bäckerfinca und schon früher auch gesagt habe, Leute, ey, hört auf der Straße rumzudemonstrieren, geht in eure Gärten und macht die Gärten essbar. Da habt ihr eure Energie, das ist wesentlich besser demonstriert als hier rumzukrakeelen, wir sind friedlich, was seid ihr? Und so ein Scheiß, ne? So braucht keiner. Also das hilft vor allem keinem, es ändert ja auch nichts. Aber die Energie, den Einsatz, einfach ein paar Stunden in der Woche im Garten investiert, das ändert auf jeden Fall, dass man da dann da was zu essen drin hat. Und das ändert auf jeden Fall Abhängigkeiten und Abhängigkeitsverhältnisse, weil wenn wir auf einmal unser Essen selber schon mal wieder generieren können oder aus dem eigenen Garten leben können und wissen, wo das herkommt, was das ist, was wir da essen. Weil wenn wir sind, was wir essen, dann wundert mich das überhaupt gar nicht, dass kein Schwein mehr weiß, wer er ist. Weil das weiß auch eigentlich keiner, was er isst. Wenn man irgendwas irgendwo kauft, weiß man nie, wo das herkommt. Also die meisten Leute wissen es wenigstens nicht. Also die allermeisten. Und wie wertvoll und wichtig das eigentlich ist, zu wissen, was man da isst, das ist den meisten Leuten halt auch überhaupt gar nicht mehr klar. Aber das heißt ja nicht, dass denen das da nicht auch irgendwie wieder klar werden kann. So, ne? Und dazu muss man halt, wie gesagt, einfach nur den Fokus darauf legen und dann wird darüber geredet und dann wird ja, vielleicht auch dann irgendwann was getan. Reden tue ich eigentlich schon lange darüber und ihr könnt mich hier eigentlich die ganze Zeit dabei sehen, wie ich halt es so weit umsetze, dass ich da was dran tun kann. Halt ohne einen eigenen Garten zu haben. Ich hätte das unter Umständen in den 9 Monaten im Wald auch mehr machen können. Allerdings bin ich da ziemlich angeschlagen und mit anderen Problematiken beschäftigt gewesen, die ich zu lösen hatte, wie zum Beispiel meine Trigeminusneuralgie und meine Zahnbehandlung und dann halt auch eben so ein paar
psychische Sachen, die da noch aufgestaut waren, die einfach mal irgendwie, ja, wo ich einfach mal tief in mich gehen musste und sowas halt alles. Aber da hat es dann auch irgendwann gereicht und dann brauchte ich auch definitiv mal wieder ein bisschen mehr Action. Ja, und jetzt hier, keine Ahnung, mache ich das einfach und nutze das und es macht mir Spaß und ich mache es halt eben nicht, damit ich da später was von habe. Ich mache da, dass ich jetzt was davon habe. Jetzt im Moment hält mich das am Leben. Ich habe im Moment überhaupt kein Geld. Ich habe noch 90 Cent auf meinem Konto. Und das jetzt schon seit einem Monat. Ich habe zwischendurch von einer Freundin 30 Euro mal einfach geschickt bekommen. Damit ich mal was Geld habe. Weil mir das halt irgendwie aufgefallen ist, so, wir gehen spazieren und irgendwie wissen die anderen, dass ich gerade keine Kohle habe und geben mir dann die ganze Zeit irgendwie ein Eis aus. Und ich wollte halt irgendwie auch nochmal gerne ein Eis ausgeben. So, und nicht immer nur derjenige sein, der da gerade irgendwie mal Eis ausgegeben bekommt. Ich weiß nicht, ich kriege gerne ein Eis ausgegeben auch. Also die geben mir gerne ein Eis aus. Aber irgendwie ist das halt eben, fand ich das dann voll schön, dass ich da halt auch mal wieder ein Eis ausgeben konnte und habe mir Akkus gekauft für eine mobile Aufnahmeeinheit, die der Tommy mir gegeben hat, zur Verfügung gestellt hat, dass ich da demnächst, wenn ich schon mit Leuten spazieren gehe, denen mal ein Mikro vor die Nase halten kann und sagen kann, irgendwelche Fragen stellen, so, ne, die ich dann, und dann habe ich vielleicht auch interessante Tonspuren für solche Videos hier, die ich dann einfach mal einspielen kann und halt eben euch zum Beispiel auch einfach mal die Stimme geben, also eurer Stimme Gehör verschaffen kann, so, hey, hier ist ein Mikro, was hast du der Welt zu sagen? Wenn es jetzt das Letzte wäre, was du den Leuten mitgeben könntest, was wäre dein letzter Rat? Solche Fragen, irgendwie so, ne, und keine Ahnung, so. Ja, und dann habe ich mir halt eben von diesem Geld diese Akkus gekauft und war einfach froh, dass ich das einfach selber machen konnte. So, ne? Das ist, natürlich hat das dann irgendwie in dieser Welt, in der wir noch leben und Geld, ist das schon ein schönes Gefühl. Aber der Punkt ist, ich brauche es nicht zum Überleben. Ne? Ich habe ein Dach über dem Kopf und bin sehr gut mit Essen versorgt. Brauche halt im Moment, habe alles, was ich brauche. Ich brauche nicht wirklich Geld gerade. Ne? Und wenn ich mich darüber beschwere, dass ich auch gerne mal ein Eis ausgeben möchte und nicht nur unbedingt immer ausgegeben bekommen möchte, dann ist das natürlich irgendwo auch ein Beschweren auf einem sehr hohen Niveau. Und ich weiß das auch. So, ne? Deswegen. Ja, aber ne, wenn ich jetzt dann demnächst wieder im Wohnmobil bin, dann kann ich halt auch einfach wieder viel besser arbeiten gehen. Dann kann ich halt eben auch zu euch kommen, wieder tätowieren und vielleicht eure Gärten machen. Vor allen Dingen, wenn ich mein Wohnmobil dabei habe, dann kann ich eine ganze Woche mal bei euch vorbeikommen und mich nützlich machen. Und dann, ja, werden wir schon sehen, was ihr mir dafür geben könnt. Ich werde mit Sicherheit viel Geld für Sprit brauchen, wie es im Moment aussieht. Also ist mir da halt eben das schon ganz recht, wenn mir da auch zwischendurch mal einfach was Geld zugesteckt wird. Aber es gibt halt eben auch andere Sachen, die ich brauchen kann. Und vielleicht habt ihr die da rumstehen und ich sage, ey, geile Sache, nehme ich mit. Du hast es nicht mehr rumstehen und ich habe es. Ne? Also mit rumstehen meine ich ungenutzt rumstehen, so dass es eigentlich im Weg rumsteht. Also nicht was jemand noch braucht. Also der Staubsauger steht in der Regel auch irgendwo rum. Aber der wird halt eben dann auch normalerweise auch regelmäßig gebraucht. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Ja, und wenn wir dann halt so, dann können wir eigentlich so Gartenpartys machen. So, dann laden wir Freunde ein und widmen dem Garten 2-3 Stunden Zeit an einem Samstagnachmittag. So, keine Ahnung. Ich weiß, weil ich es mehrfach erlebt habe, was passiert, wenn man Dinge mit 20, 30 Leuten zusammen angeht. Wie dann auf einmal
die Arbeit, die, wo ein Mensch einen ganzen Tag für braucht, auf einmal in einer Stunde geregelt ist, wenn das überhaupt eine Stunde braucht. Ey, jetzt seht ihr mich hier, ne, das, okay, ich habe ziemlich viel aufgenommen, aber ich habe einiges mehr als 2,5 Stunden gearbeitet, die ich aufgenommen habe. Aber ich habe das hier allein, beziehungsweise kurz zwischendurch zu zweit oder 2,5 sogar gemacht. Und ja, da habe ich das halt, also hätte ich es ganz alleine gemacht, hätte ich definitiv noch länger dafür gebraucht. Und ich habe also die Arbeit, die ihr jetzt so in diesem Video seht, habe ich an 2 Tagen gemacht. Ja, irgendwann ging es gestern nicht weiter, dann haben wir da noch einfach Schluss gemacht und haben heute Morgen weitergemacht. Ja, und dann ging es weiter. Da-da-dam. Bis es fertig war. Ja, und ja, das mache ich sehr gerne auch bei euch. Also solche Sachen kann ich halt auch machen, so. Wenn das Material da ist. Ne? Oder halt eben Gartenpartys, die dann halt, wo dann eben nicht nur der Bauchi da ist, sondern, keine Ahnung, eine Handvoll von euren Freunden oder vielleicht wirklich mal die ganze Truppe. Wenn ich mir jetzt angucke, so, da sind das von, wenn ich von 20, 30 Leuten rede, dann ist das im Prinzip die Zahl, die ich im Schnitt gerade so auf den Spaziergängen treffe. Wöchentlich, regelmäßig und immer gut gelaunt und man freut sich, sich zu sehen und freut sich über die, die da sind und trauert so ein bisschen den Zeiten nach, wo das mal viel mehr waren. Ne, es ist ja auch alles, man kann den Leuten ja das ja irgendwie auch gar nicht übel nehmen, wenn die jetzt so langsam dann auch aufhören, spazieren zu gehen, weil sie brauchen ja keinen Mundschutz mehr zu tragen. Also irgendwo hat die Spazierengeherei ja auch irgendwo einen Erfolg gehabt. Ne? Wir haben ja irgendwann, sind wir diesen ganzen Blödsinn, der uns auf die Straße getrieben hat, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, um halt auch dann halt, wenn man keine Demos genehmigt bekommt, dann halt eben einfach mit Spazierengehen zu demonstrieren, dass man gerade auf irgendwas, was man machen soll, keinen Bock hat. Und zwar nicht nur allein nicht, sondern in der Masse. So, ne? Das ist halt irgendwie so diese, und der Wunsch nach Freiheit und das alles, das sind so die Sachen, die uns auf die Straße irgendwie gebracht haben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das waren mal Hunderte da, wo heute zig übrig bleiben, so, ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jetzt zum Beispiel nächste Woche Dienstag in Kellinghusen, statt in Kellinghusen, wie viel sind wir da? Kellinghusen, ich war jetzt das letzte Mal selber gar nicht dabei. Sagen wir einfach mal, es sind 20 Leute, die dann nächste Woche Dienstag, statt sich in Kellinghusen zum Spaziergang zu treffen, bei irgendwem im Garten treffen, um da 2 Stündchen den Garten umzubuddeln und Spaß zu haben und Erfahrungen zu sammeln und sich auszutauschen und vielleicht sogar jemanden dabei zu haben, der sich richtig damit auskennt, der da richtig irgendwie Input geben kann, dass man dann mit nach Hause nimmt und dann ne, vielleicht beim nächsten, nächste Woche beim nächsten. Und danach kann man sich auch immer noch schön unterhalten und vielleicht doch noch, keine Ahnung, ein paar Dokus zum Thema gucken oder so. Es gibt so viele Videos mittlerweile auf YouTube, die mit Permakultur oder Homegardening zu tun haben und sowas. Ja, auf jeden Fall einfach mit der Idee sich beschäftigen, was für einen Gewinn wir uns da rausholen. Weil das, was wir pflanzen und säen, das wird irgendwann, wird das Ernte einbringen. Und irgendwann essen wir, die braucht keiner mehr irgendwas mitzubringen, weil jeder Garten, in dem wir uns treffen, essbar gemacht worden ist. Und dann gibt es da genug zu essen. Und wir haben alle wieder unser eigenes Futter und uns damit einen ganzen Haufen
Unabhängigkeit zurückgeholt. Und das ist ein ganz wesentlicher, wichtiger Teil der Unabhängigkeit, weil Essen ist nun mal einfach was, was die meisten von uns jeden Tag brauchen. Mehr als alles andere. Und ein Schlafplatz ist das Zweite. Ja, und dann ist heute Energie ein wichtiges Thema, von der man uns auch aus guten Gründen weismacht, dass man die auf jeden Fall nur bekommen kann, wenn man die von Stadtwerken kauft. Alles andere ist sogar verboten. Es ist nicht nur verpönt, über freie Energie sich irgendwie zu unterhalten, sondern es ist verboten, seinen eigenen Strombedarf einfach mit seinen eigenen Solarzellen zu decken. Also, ne, darfst halt in Deutschland keine Solarzellen in deinem Garten installieren, ohne die ans Netz anzuschließen und dann halt eben ins Netz einzuspeisen, aber deinen Bedarf aus dem Netz zu ziehen. So, das ist ja nicht so, als sei das technisch die einzige Möglichkeit, an Energie zu kommen. Also, gar nicht halt, ne? Überhaupt gar nicht. So, und ja, das sind halt so also die nächsten Sachen, wo man sich dann nur mit beschäftigt. Aber einfach immer erstmal für den Anfang, muss man erstmal den ersten Schritt, muss nicht immer das ganze komplette Ding in Angriff nehmen, sondern der erste Schritt ist immer wichtig. Und ich finde, der erste Schritt, der uns wirklich helfen könnte, in die Unabhängigkeit zu gelangen, für die wir eigentlich auch spazieren gehen, ist anzufangen, gemeinschaftlich uns mit Essen zu versorgen und mit Schlafplätzen. So gut das geht, nach Möglichkeit dann irgendwann auch, ohne dafür bezahlen zu müssen. Aber wenn wir das nämlich haben, Energie, Schlafplätze, was zu essen und Mobilität, ist auch für viele einfach wichtig. Dann kann man Werbung machen für irgendeinen Blödsinn, wie man will. Da geht da kein Schwein mehr für einkaufen. Für Arbeiten, um das kaufen zu können. Na, wenn man sich überlegt, dass 60 oder 80%, ich weiß gar nicht, sagen wir mal einfach 60%, 60% aller produzierten Ware Luxusartikel sind, die eigentlich kein Schwein braucht. Dann ist das natürlich auch 60% Arbeit, die eigentlich völlig obsolet ist. Und es wäre nur noch 40% Arbeit nötig, 40% Energie, 40% von allem. Ja, muss man einfach mal drüber nachdenken, irgendwie, finde ich. Also ich denke da viel drüber nach und das ist halt auch nur, ich denke da nicht nur drüber nach, ich setze das halt eben gleich um so. Und solange ich damit noch alleine bin, bin ich halt eben alleine, ist mir egal. Mache ich es eben alleine. Hauptsache jemand macht das. Also, ne? Wenn ich der Meinung bin, wir sollten das eigentlich alle machen, dann weiß ich halt nicht, warum ich auf andere warten sollte. Ich weiß, dass immer irgendwer erstmal anfangen muss. Also mache ich das einfach weiter. Aber vielleicht hat ja der ein oder andere auch irgendwie, denkt sich, ach so scheiße, ich habe einen Garten und ja, ich halte den auch schön, immer schön gepflegt und bla. Aber wenn der gerade erstmal essbar wäre, wenn ich alles, was ich brauche, um mich am Kacken zu halten, quasi aus meinem Garten holen kann oder das, was ich aus meinem Garten holen kann, sogar noch eintauschen kann gegen was, was ich auch gerne essen würde. Und es ist immer noch ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, was ich brauche, um nicht zu verhungern. Und im Moment, für den Anfang der neuen Welt oder den Austritt der alten, geht es, und sollte jeder sich darüber im Klaren sein, erstmal ums nackte Überleben. Große Ansprüche stellen ist gerade im Moment keine besonders gute Idee. Es geht ums nackte Überleben. Und dann ist man erstmal froh, wenn man überhaupt irgendetwas zu essen hat. Und wenn wir uns dann mal unabhängig gemacht haben und den Gehorsam endlich einstellen können und uns selbst folgen, unserem Bauchgefühl gehorchen, unserem Gewissen, das uns führt und nicht mehr irgendwelche Politiker oder andere, die Macht über uns haben, noch.
Naja, da wird sich, glaube ich, viel ändern, oder? Also man fängt da einfach mal mit an und dann wird das immer mehr. Ja, denkt da gern einfach mal drüber nach und dann guckt mal selber, was ihr da so denkt. Und wenn ihr irgendwie einen Garten habt und ihr möchtet das machen, dann nehmt gerne dann nicht nur unbedingt mit mir Kontakt auf. Ich komme gerne vorbei, wenn ich das irgendwie machen lässt und bin bei euren Gartenpartys dabei. Aber macht sie gegebenenfalls notfalls einfach erstmal ohne mich. Ladet Freunde ein. Ladet Freunde ein und sagt, lass uns unsere Gärten machen. Ich fange an. Wir machen die erste Party bei mir. Nächste Woche sind wir bei dir, nächste Woche bei dir, nächste Woche bei dir. Und man braucht, ey, Gartenpartys kann man nicht nur eine in der Woche machen. Da kann man jeden Tag, wenn man jeden Tag spazieren gehen kann, etliche Stunden, dann kann man auch das jeden Tag. Und spazieren geht man dabei wahrscheinlich auch immer noch ein gutes Stück selber, immer wieder. Also ich tue etliche Schritte an meinem Tag, während ich hier so Gartenparty mache. Ja, so, sind wir bei 40 Minuten, sagt die Zeitanzeige da. Ne? Ich schaue jetzt mal, wie ich das hier mache. Ich werde jetzt euch noch einen Zeitraffer geben vom letzten Stück. Und dann klinken wir hier. Ah, das ist ja perfekt. Das ist hier. Da klinken wir uns dann demnächst wieder ein. Ich sag mal Tschüss mit F. Schreibt mir gern in die Kommentare, was ihr da so zu dem ganzen Gequatsche denkt. Und vielleicht habt ihr auch selber noch Ideen. Schreibt es auch unten drunter. Wenn euch die Videos gefallen, dann teilt sie gerne. Vielleicht gefallen sie anderen auch. Lasst einen Daumen hoch. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann hören wir uns wieder. Vielleicht sehen wir uns demnächst mal. Wer weiß. Das Leben wird so viel interessanter und aufregender werden, wenn wir es endlich wieder selbst in die Hand nehmen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich bin mir sicher, so Gartenpartys würden echt fetten Unterschied machen. Ich nenne das jetzt einfach mal so, ne? Gartenparty. Also, weil für mich das hat das echt wesentlich mehr mit Party als mit Arbeit zu tun. Vor allen Dingen, wenn wir mit Freude mit anderen Leuten zusammen machen. Und dann, ach Gott, unsere ganzen Erfolgserlebnisse mit anderen teilen und feiern können. Und ja, so eine tolle Welt, die wir uns aufbauen können, wenn wir es denn tun. Aber reden tun schon so viele seit Jahren davon. Wird langsam Zeit, dass wir mal über das Reden rauskommen. Einfach mal anfangen. Der Sommer fängt auch gerade erst an. Ist eine gute Zeit. Ne? Hasta mañana oder wann auch immer. Wir hören uns und bleibt friedlich und gucken mal, was ihr aus euren Gärten machen könnt. Oder wenn ihr keinen eigenen Garten habt, dann fragt mal Leute, die Gärten haben. Vielleicht seht ihr sogar irgendwo einen Garten, der verwahrlost aussieht. Klingelt mal bei den Leuten und fragt einfach mal, ob die vielleicht ein Interesse daran haben, diesen Garten in einen Supermarkt zu verwandeln. Aber, also, nee, nein, fragt das bin nicht so. Ihr wollt das Haus kaufen, damit da ein Supermarkt hingebaut wird. Nee, einen essbaren Garten draus zu machen, klingt wahrscheinlich besser. Alles klar. Wir hören uns. Tschüss mit Elf. Lasst euch gut gehen. Knutscht euch und habt euch lieb.